Sprüche zu einem How to Build Kane im Jungle auf dem 7.14er Patch. Der Patch kam gerade erst raus und somit auch der Champ Kane. Und keiner weiß richtig, wie man spielt. Also dachte ich mir, komm, mach's mal einen schnellen Guide. Und Bild besser gesagt, wie du ihn baust. Ganz einfach. Als Summer ist es erstmal mit Flash und Smite. Ganz wichtig. Dann bei den Masteries ist so ein bisschen an Yi angelehnt, würde ich sagen. Man kann, es gibt auch eine Assassin-Variante, aber es ist eher für Darkness-Variante, für Lebensraum-Variante, Off-Tank-Variante. Darum, gehen wir gleich weiter direkt zu Skills. Bei den Skills gehst du erstmal die Q hoch und fängst an mit der Q. Dann gehst du rüber auf die W und dann die E. Erst die Q hochmaxen und dann die W und zum Schluss die E. Die Ulti, ist klar, immer wenn ein Punkt da ist, setzt ihn drauf. Kommen wir zu den Jungle-Items, zu Start-Items. Du fängst an mit Machete oder das Mana-Item. Das ist jeden selbst überlassen. Ich fange lieber an mit der Machete bzw. mit dem Lebensraub-Item. Und dann gibt es halt die Wahl, was du machst. Entweder du baust bei manchen Jungle, baust du direkt die Vorstufe von eigentlich Jungle-Item, aber wir gehen auf die Angriffsgeschwindigkeit-Variante. Nur Ablenkungsverringerung. Und dann erst, wenn du noch Geld hast, das Jungle-Item fertig bauen. Danach holst du dir Schuhe. Bei den Schuhen ist es tricky. Bei den Schuhen ist es tricky. Es gibt einmal die Ninja Tabis Variante. Und wenn du gegen Mages spielst, gegen APler, nimmst du halt die anderen Schuhe. Ist ja soweit klar. Aber ich bin eher ein Ninja Tabi Freund. So oder so, Tower macht halt eh Schaden. Und da du eben mit der E ein bisschen über Wände rennst und ab und zu mal Tower-Shop bekommst. Sollte nicht passieren, passiert aber. Das Ninja Tabis lieber mit. So. Lebensraub haben wir angesprochen. Was fehlt da? Tanz des Todes fehlt natürlich. Darf nicht fehlen, also nehmen wir mit. Tanz des Todes, Lebensraub im Jungle immer nützlich. Machst auch teils echt Schaden aus mit dem Teil. Knallt alles weg, darum ist Tanz des Todes auch dabei. Dann kommt Black Cleaver, schwarzes Beil, um die Tanks ein bisschen zu zerstören nächstes Mal. Weil du machst eh prozentualen Schaden mit den Champion. Auch mit der Variante. Deshalb nimmst du Black Cleaver mit, was für Schaden. Du kannst variieren. Entweder baust du jetzt Randy ins Umwende gegen ADS spielst oder gegen Mages, nimmst du halt, sagen wir mal, Geistessicht. Dann nimmst du Randy ins Um oder baust es vor Black Cleaver. Und Black Cleaver erst nach, wenn überhaupt. Und danach, Randy ist ja gerade dafür da, dass sie nicht wegkriegen können. Weil du kommst halt daher mit Kane relativ easy, aber. Wer weiß, hier rennt ihr weg über einen Heker oder eine Quinn, ist halt schnell weg, als du gucken kannst. So, ein Item fehlt uns noch. Ein Item fehlt uns noch. Was nehmen wir da? Natürlich nehmen wir Schutzengel. Schutzengel, erstens werdet ihr wiederbelebt und zweitens ist es halt an sich ein super Item. Ihr kriegt Rüstung und nochmal AD kriegt ihr auch nochmal. Und das ist natürlich insane. Klar, ihr könnt, wenn er gegen Apila spielt, ich meine, die braucht beides mal. Also Ninja Tabis und Randuins. Oder braucht zwei AD-Items trotzdem, wie gesagt, Rüstungs-Items. Entweder lasst ihr Black Cleaver sogar weg und holt jetzt noch ein AP-Dev-Item, oder Mage Resistance, was ihr sagt. Oder ihr geht komplett also auf Rüstungs- und Off-Tank-Variante, wie ich hier und ich das gezeigt habe. So würde ich Kane bauen, so habe ich sie baut, so hat es wohl bei Club in den letzten Matches. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Ihr könnt es umsetzen, hoffe ich. Und ich hoffe, ihr habt viel Erfolg damit. Und somit wünsche ich euch noch viel Glück im Ranked. Ich würde erstmal Kane ein bisschen üben. Ist ein bisschen tricky, der Champ. Und somit wünsche ich euch noch eine schöne, entspannte Nacht, Abend oder Tag. Macht's gut. Wiederschauen.